Hi, hier ist der Frank vom Foodblog hamburg.de. Es geht schon richtig schnell, ne? Ich habe zwei Eier. Juhu! Nein, Quatsch. Blödsinn. Wir wollen heute. Was wollen wir denn machen? Na, also wir wollen Waffeln backen. Waffeln backen und Eier haben. Oh, das ist mir fast runtergefallen. Ja. In aller Fell is blue. Jetzt haben sich alle abgeregt. Ich habe immer noch zwei Eier hier. Ich muss die jetzt mal trennen. Ne? Das Eiweiß da, das Eigelb da. Und wo lasse ich das Ei? In der Hosentasche. Habt ihr schon mal ein Ei in der Hosentasche gehabt? Aber nicht kaputt machen, ne? Ja, dann ist da halt noch ein Ei mehr. Ist ja eh schon die ganze Tasche voll. Ach nee. Geht nicht. Kann jetzt nicht weitermachen. Ich habe ein Ei in der Tasche. Und Eiweiß an der Hand, wie widerlich. Jetzt fragt ihr euch sowieso, warum ich so einen Quatsch hier mache, kann ich euch sagen, weil die Unterlage, auf der ich heute koche, die ist schräg. Und da fällt immer alles runter. Patsch. So, das muss ich dann gleich steif schlagen. Hier kommt ein bisschen Mehl rein. Ich bin mal weg. Hände waschen. Ich hasse Eiweiß an den Händen. Und viel schlimmer noch, in der Hosentasche. So. Jetzt brauchen wir, wollen ja nicht so viel machen, 125 Gramm Zucker. Das ist nicht so viel. Ich muss dünner werden. Hier ist ein bisschen Weizenmehl. Das ist ganz wichtig, ne? Richtig was? Richtig Weizenmehl. Ja, richtiges Weizenmehl. Dann ein bisschen Milch. Und dann muss ich mir jetzt eben schnell 125 Gramm Butter weich machen und die da noch mit reintun. Wenn ich das getan habe, melde ich mich wieder. Während meine Butter jetzt hier so langsam aus sich weich wird, schlage ich mal eben schnell die Eier auf. Wir haben uns ein Waffeleisen gekauft. Meine Frau meinte, oh, Waffeleisen bräuchten wir auch mal. Das haben wir jetzt getan. Und ja, deshalb machen wir jetzt Waffel. Wie das mit dem Waffeleisen da gleich wird, das wird noch der Brüller des Tages wahrscheinlich. So, ich mache jetzt mal eben diesen Teig hier. Ein bisschen fest das Ganze. Erinnert mich eher so ein bisschen an Beton. Aber egal. Meine Margarine ist ja auch gleich soweit, dann kommt die da auch noch mal rein. Gott, ist ja anstrengend hier. Schade, ist nicht mehr drauf gekommen. So, die Butter ist so. Das schon auch geschmolzen? Sowas von. Das reicht. Mehr als schmelzen kann sie nicht. Schwupp, schwupp. Das dazu. Schöne deutsche Butter vom Butterberg. Tun wir jetzt mal hier rein. Gibt es überhaupt noch einen Butterberg? Wer weiß was? Also ich weiß es nicht. Ich glaube, gibt es bestimmt noch in unserer Überflussgesellschaft. So, das verrühren wir jetzt auch noch ein bisschen da rein. Und dann muss da noch ein bisschen Vanille rein. Und ein bisschen Backpulver. Damit das schön aufgeht. Ich weiß gar nicht, wie dünnflüssig muss das denn so werden? Ich weiß es nicht, ich habe noch nicht gemacht. Achso, ja, ich auch nicht. Ich habe noch nie so ein Waffeleisen besessen. Ihr seid jetzt dabei, wie wir das Ganze herausfinden. Wird bestimmt spannend. Ich hoffe, dass das nicht so schwarze Briketts gleich werden. Das bin ich. Nein. Ich habe mich gestern auch schon hingesetzt und habe schön wieder einen Pflaumenmus gebastelt. Was ich da gerne drauf essen möchte. Nichts nenne ich da jetzt schon von genascht. So, ich tue da jetzt rein zwei Tüten Vanillezucker. Gönnt sich ja sonst nichts. Ein bisschen was an, damit das aufgeht. Backpulver.
immer noch sagen, dass das zu dickflüssig ist. Naja, das ist noch zu dickflüssig. Obwohl, ich will ja jetzt keine Pfannkuchen machen. Ne? Nein. Nein. Also notfalls machen wir da auch Pfannkuchen draus. Da habe ich kein Problem mit. Das ist jetzt eher so die Pfannkuchenkonsistenz. So, dann brauche ich jetzt mal eine Schere oder ein Messer. Macht ein schönes Geräusch. Ich könnte diesen Schneewesen da laufend reinschmeißen. Damn. So. Schanipp. Schön Vanille da rein. Sehr gut. Mhm. Mmh. Oh. Ein bisschen konzentriert. Aber gut. So. Meinst du nicht, dass das ein bisschen... Nee, das ist nichts. Das ist richtig gut. Meinst du? Ja. Ich meine, dass da noch ein Tröpfchen Milch. Und dann muss ich ja noch das Ei darunter heben. Und dann müssen wir uns gleich mal unserem neuen Waffeleisen zuwenden. Und dann Ding. Und dann mal gucken, wie das ja alles so funktioniert. Also ich träume jetzt davon, dass ich ein paar hübsche Waffeln bastel. Mit Pflaumenmus, mit Erdbeeren. Eis. Eis? Eis ja. Gibt's auch. Nicht nur draußen. Nein. Alles klar. Oh, geil. Eine Waffel Eis. Genau. Ah, wovon träumt ihr denn so, wenn ihr Waffeln seht? Nur Puderzucker? Wie langweilig. Okay. Na gut. So, das hebe ich jetzt hier nochmal schnell drunter. Und dann mache ich gleich mal mein Waffeleisen an. Zeig euch das. Wenn das gut ist, kann ich euch auch gerne sagen, wie es heißt. Oder euch gerne auch einen Link unten drunter packen. Könnt ihr es auch gerne nachkaufen. Wenn es nicht gut ist, verschweige ich ganz schnell den Namen der Firma. So, bis gleich. So, dann ist jetzt der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt. Ich tue da jetzt das erste Mal, ist ja gelogen, das zweite Mal, ein bisschen Teig hinein. So. Deckel tot. Deckel zu. Und warten. Wie lange? Bis gleich. 3-4 Minuten. Okay. Ich bin gespannt. Ich auch. So, dann wollen wir mal gucken. Boah, das sieht ja genial aus. Boah, ist die geil geworden. Guckt sie euch an. Sehr so schön. Wünscht man sich sowas. Doch, sehr, sehr schön. So, ich werde jetzt eben schnell einfetten und dann geht das gleich weiter. So, fertig mit dem Einfetten. Nächste Runde. Das sind bei uns wohl so ungefähr 1,5 von unseren Kellen, die man so braucht. Ist ja mal ganz gut, wenn man das auch rausfindet so. Und Deckel zu. So, meine Lieben, jetzt haben wir 2 Stapel, einmal 4, einmal 3. Waffeln, die sehen alle super gut aus, hat auch alles wunderbar schön funktioniert. Hier ist jetzt noch ein Halber drin. Das Ding ist von Rülsenstein und Söhne, hat mich etwas über 10 Euro gekostet. Normaler Verkaufspreis bei Amazon. Ich mache unten einfach mal einen Link rein. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das Ding gerne kaufen. Also mich hat es überzeugt, dich auch? Ja. Gut. Ja, hier weiter. Meine Frau möchte jetzt hier gerne zwischen diese Waffeln von mir, ich habe so ein Pflaumenmus wieder gebaut, habe ich ja neulich schon mal gemacht, könnt ihr bei mir auch in oder bei uns in zwischen unseren Videos finden. Davon möchte sie gerne was dazwischen haben. Mm. Ich sag's euch, das schmeckt so genial. Ich will gar nichts vorweg erzählen. Guckt euch das Video an. Oder ich mache unten mal einen Link ran. So, jetzt den da drauf. Und dann möchtest du noch eine Schicht. Genau. Alter Schwede. Und du meinst das? Nicht so viel, ne? Das war unter das zum. Aber geil.
Ja gut, dann mache ich halt hier nicht so viel. Genau. So? Ja. Okay. So. Wow. Lecker. So, jetzt setze ich die wieder ein Stückchen versetzt da auf. So. Und oben drauf? Oben drauf mit einem Klecker. Einen in der Mitte? Genau. Okay, so. Das Restliche, was wir garnieren, das machen wir jetzt mal eben schnell ohne euch und dann zeigen wir euch das. Schaut, das ist der letzte Rest. Sieht doch klasse aus, oder? Ich finde, super. Kann überhaupt nicht drüber meckern. Und genauso sind die ganzen Waffeln alle entstanden. Also, ich finde, das ist ein tolles Gerät und kann ich nur empfehlen. Unsere Waffeln geschichtet mit Pflaumenkompott mit Rotwein drin, wie wir das letztes Mal auch gemacht haben. Bisschen Puderzucker drüber. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir werden das jetzt probieren. Ist nicht auszuhalten, ich weiß es jetzt schon. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, euer Frank und tschüss.